Samstagabend, herzlich willkommen zu einer neuen Trash Night mit Dennis und Dennis. Und wir werden euch heute Abend verbal und intellektuell verwöhnen. Wir werden eure Mutter und eure Hure gleichzeitig sein. Wir werden es euch richtig geil besorgen. Wir werden eure tiefsten Träume erfüllen. Wir werden euch richtig zeigen, wo der Brickforce hängt. Und genau das ist das Spiel, was wir heute spielen. Brickforce. Hammergeile Einleitung, würde ich mal sagen. Hammergeil, wa? Hat auch gar keine 10 Versuche gedauert oder so. Kann ich jetzt endlich in meinen Maxi-King beißen? Jetzt darfst du endlich in deinen Maxi-King beißen. Ja, Hardy braucht eine verbale Stärkung, weil wir sind immer für euch im Einsatz. 1.51 Uhr haben wir gerade. Oh ja. Und wir nehmen von euch die neueste Trash Night auf. Und in dieser Folge wird es ein paar Änderungen geben. Zum Beispiel einen extra langen Outtake für euch. Und ein paar kleine Zwischenänderungen. Ihr müsst euch also die ganze Folge angucken. Ihr müsst es euch verbal reinziehen. Weißt du, ihr müsst euch das vorstellen wie ein Gedankendildo, ja? Der richtig geil euer Brain fickt. Wir haben uns richtig geil mit Koffein vollgepumpt. Das auch. Ich hab da extra, ich guck nochmal ganz kurz drauf. Die Stardrink Cola von Netto gekauft. Ja, wie viel Milligramm hast du jetzt in? Also ich habe jetzt 150 Milligramm von dem Energy und noch eine halbe Flasche Mezzomix. Sekunde, ich guck mal ganz kurz, ja, wie viel. Alter, wir sind voll die harten Gangster, Junge. Ja, echt mal, wir sind voll die geilen Nougat-Schnitten. 10 Gramm Zucker, das ist hier drin. Okay. Oh, geil. Ja, ich weiß es nicht genau. Kühltrocken lange und binnen 3 Tage verzehren. Ja, okay, bei mir hat das nicht mal halb so lange gehalten. Okay, fangen wir endlich mal an mit dem Spiel. Ja. Also, während Hardy jetzt noch sein München voll hat, sind wir hier bei Brickforce im Startmenü und Hardy und ich wollen erstmal einen geilen Clan gründen. Als allererstes. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt genau geht. Man kann auf jeden Fall Freunde einladen. Ja, das kann man wohl. Freunde. Hinzufügen. Wie heißt du denn? Brammen, tatsächlich. Mit 4 und 3? Ja. Okay. Brammen hinzufügen. Alles klar, hab dich hinzugefügt. Alter. Da war schon wieder mein Handy. Also das sind einfach die ganzen Fans, die hier rumchillen. Sekunde mal. Flüstern, Clan, alle. Mein Handy blinkt jetzt. Ich muss da drauf gucken. Ich will nicht. Ich muss drauf gucken. Ich habe noch keine Mail gekriegt. Wie kann ich dich denn zum Freund hinzufügen? Du musst auf die Köpfe da oben links in der Ecke gehen. Auf die Köpfe oben links? Ja, aber da ist... Wie heißt du denn? Der Hardy? Ja, genau. Aber zusammengeschrieben. Hinzufügen. Der Hardy, Clan 01. Bei mir steht bei dir Play 01. Okay, ist doch egal. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Quick Join, genau. Wir spielen Brickforce natürlich. Und jetzt fangen wir auch endlich mal an, irgendwas zu zocken. Worauf drücken wir denn? Auf Spielmodus Räume? Ja, genau. Spielmodus Räume. Alles klar, dann suchen wir uns mal was aus. Wie gesagt, wir haben keine Ahnung. Wir haben dieses Spiel ausgesucht wegen der ganzen Kommentare in der letzten Trash Night. Diesmal dürfte auch der Sound deutlich angenehmer sein. Ich weiß auch nicht, welche Pferde mich da geritten haben. An dieser Stelle möchte ich natürlich sagen, ihr müsst auf jeden Fall auf den Gefällt mir oder Mag ich-Button drücken, ja. Ganz wichtig. Weil das Problem ist. Ja, die ganze Welt muss nämlich die Trash Night sehen. Auf jeden Fall, das ist Pflicht. Das Problem ist, ich sehe hier in den Spielräumen sehe ich keinen einzigen Server. Echt nicht? Ich sehe einige. Echt? Bei mir werden die nie angezeigt. Raum wählen steht bei mir. Aber ich kann nicht mal ordnen. Wenn ich auf die Pfeile da oben klicke, um zu sortieren, dann wird auch gar nichts mehr angezeigt. Also ich habe einen zweiten Leiter. Spielmodus, Itemshop. Da gucke ich mal erstmal rein. Wie werden wir denn hier abgezockt, ja? Also ich habe hier Kartenmanager. Meine Items. Ist das Tokens, Blickpunkte, Forcepunkte? Okay. Ich versuch mal. Lol, bei mir steht schnell bei Tritt nicht möglich. Muss ich noch irgendwas machen? Das kann ich nicht sagen. Clan. Clan gründen. Wir gründen nochmal schnell einen. Wir gründen den Pete Smith Clan. Verfügbarkeit. Pete Smith ist verfügbar. Alles klar, Clan gründen. Du hast nicht genügend Punkte, um einen Clan zu gründen. Deine Mutter. Das ist ein Scheißspiel. Freunde, Bram. Okay, ich weiß nicht, warum ich keinen Schnellbeitritt machen darf. Kannst du auch Quick Join drücken? So, was für ein Server bist du denn jetzt gegangen? Du bist EU Clan 01 gegangen, oder? Genau. Okay, da gehe ich jetzt auch drauf. Okay, wenn ich Quick Join mache, ist mir Schnellbeitritt nicht möglich. Das ist ja schon mal scheiße. Lol, eine Sekunde. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal cool. So, sind wir wieder? Irgendwie, ich habe gerade auf diesen Win-Button hier im Hauptmenü gedrückt und der, wo man auch Premium-Punkte und so kaufen kann. Dann öffnet sich ein Browserfenster und wie ihr wisst, das hat Fraps nicht so gerne. Tja, ist halt ein Nougat-Schnitten-Spiel, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, Spielmodus. Was haben wir denn hier? Wonach hast du jetzt sortiert? Nach Nummer. Das ist am einfachsten, um abzugleichen. Okay, das ist gut. Was mit der Nummer 8? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Alles klar. Join. Ja, komm.
So, ich bin drauf. Ich bin im roten Team. Du bist im blauen Team. Ja, okay. Inventar, was habe ich denn hier? Angelegt. Angelegt. Was habe ich denn da? Was ist denn das für eine scheiß Waffe? Schaden? Anlegen. Mehr Schaden. Mehr Präzision? Ich nehme mal so ein Sturmgewehr. Rate. Item Upgrades. Kleiner Waffenstein. Item upgraden. Upgrade-Schaden wurde erfolgreich durchgeführt. Oh, aber nicht ein geiles Stückchen, ey. Auf jeden. Kleidung. Infanteriejacke. Infanteriehose. Nochmal geil. Okay, wie komme ich denn jetzt wieder hier zurück? Infanterie. Das X da oben. Oh ja, das X da oben. Zubehör. Und so ein Rucksack. Alles klar, dann drücke ich jetzt mal auf Start. Ach ja, ich hab mich schon gefragt, wann es denn hier losgeht. Alter, bist du verpeilt, oder? Was passiert? Sie wissen nicht, Dennis hat mich niemals Red Bull gegeben, einer Marke der Red Bull Company. Verdammt, da fällt man nicht. War gar kein Red Bull. Okay, dann nicht. Das ist noch eine No-Name-Marke. Leute, ich hab 19 Frames. What the fuck? Echt? Und ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Okay, ich kann mich auch nicht bewegen. Okay. Ich hab 18 Frames. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann auch nicht schießen. Ja, ich auch nicht. Ups, ja da. Also ich stehe hier einfach rum. Verstehst du? Ja, ich auch. Einfach so. Mit also 17 Frames gerade. Geht Hammer. Alter, das ist von dem Rad explodiert. Das ist... Alter, was ist das denn? Schon mal auf jeden Fall ein super geiler... Leute, jetzt stehe ich in der Start. Alter, das ist echt ein richtiges Homo-Spiel. Was ist das denn schon wieder, ja? Das kann echt nicht wahr sein, ja? Alter, man kann nicht mal in-game die Einstellung verändern. Willst du mich verarschen? Wieso kann ich denn nicht laufen? Ich kann gar nichts machen, ich kann mich nur umgucken. Ich auch. Und meine Mausempfindlichkeit ist absolut ekelhaft hoch. Also, wieso kann ich denn. Da, jetzt, kann ich laufen. Jetzt geht los. Alles klar. Ja. Okay, 15 Frames. Jetzt kann ich auch schießen. Okay, jetzt habe ich eine Granate. Jetzt habe ich hier so ein. Hat auf mich geschossen. Was läuft von Gegner? Warte, verdammt, wenn du nur da ist, läuft er da. Alter, die. Alter, ich muss unbedingt. Alter, tut mir furchtbar leid. Mausempfindlichkeit ist echt sowas von brutal übel. Das Spiel ist ja echt mal grafisch höchst anspruchsvoll. Ich frage mich, warum das nur 15 Frames hat. Kann man das irgendjemand erklären? Alter, ich kann selbst Battlefield in 1080p aufnehmen. Wollt ihr mich verarschen? Ich snacke übrigens gerade alles weg. Da ist der Hardy. Nein, der weint. Ich bin gerespawnt. Sind wir denn überhaupt im gleichen Team? Nein, wir sind im gegnerischen Team. Du hast mich doch gerade weggesnackt, du Lutscher, ey. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Bist du aufs Spiel verlassen gegangen? Nee, ich bin noch drin. Aber hast du die Mausempfindlichkeit jetzt geändert? Nee, ich bin noch mit den Standardeinstellungen. Okay. Ja, mal geil. Ich bin schon den Weg gesnackt. Na, der Hardy, wie ist das Faker-Leben? Guck mal, wieder der Fall. Ja, es hat mir voll leid, Hammel, wa? Aber du bist halt ein kleiner Homo, du erkennst nicht mal, wenn der Lutscher direkt vor dir steht. Alter, darf nicht wahr sein. Schon wieder gestorben. Was hab ich denn für eine Wichswaffe hier? Kann man das irgendwann mal erzählen? Was ist das überhaupt für ein komisches Gammelspiel? Warum sieht das alles so Lego-mäßig aus? Tut mir leid, wir sind hier erstmal rechtfertigen. Macht ihr Trash Night? Oh ja, das tun wir, du geile Bitch. Wir machen Trash Night. Ich möchte an dieser Stelle einmal Hardy grüßen. Ja. Aber ist ja schon nice, dass wir wenigstens aufmerksame Zuschauer haben, die auf jeden Fall erstmal direkt geil losflamen. Ja, das Coole ist, so gehört sich das, wir haben euch richtig geil dressiert. Ja. Direkt erstmal wie die Bluthunde. Wieso hab ich denn jetzt verloren? Auf potenzielle Faker loszugehen. Oh ja. Finde ich richtig nice, ne? So gehört sich das. Okay, also ich muss sagen, die Action in dem Level hat mich jetzt total überwältigt, leg mich am Arsch. Ja, war auf jeden Fall mega spannend. Ich will mal was hier bauen und so eine Scheiße. Ich bin jetzt nochmal im Hauptmenü und werde mal ganz kurz die Auflösung ein runterstellen, weil so kann ich für euch ja leider nicht aufnehmen. Kurz einmal hier Quit war für Auflösungswechsel. So, sind wir wieder. Auflösung muss ich jetzt leider mal runterstellen, tut mir furchtbar leid, aber so ist das halt mit AAA-Titeln, die wir hier anzocken. Ich meine, man muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall mit Battlefield vergleichbar, wie ihr gerade in der Grafik gesehen habt, deswegen kann man verstehen, dass es ruckelt. So, jetzt zocken wir mal eine richtig geile Runde XP-Farm. Nee, warte, wo haben wir gespielt? Nee, der Raum ist aber leer. 8 haben wir gerade gespielt. 2016. Ja. Das kannst du knicken. Das kannst du echt knicken. So. Was nehmen wir denn dann? Spielt. Go, 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 go. Spielt. Sortieren wir nach Spielt. Spielt? Ja. Spielt?
Nach Status. Okay. Und dann die 19, Spiel 6, 9 von 16. 19, 9 10 von 16. 10 von 16, ja. 100% okay. XP heißt der. Alles klar. Der HD, muss ich mal kurz rüberkommen. Alles klar. Start. Du kannst auch gerne ins Gegnerteam gehen, damit die Action noch ein bisschen größer ist. Ja, komm, wir müssen das Maximum nehmen aus dem Spiel rausholen, weißt du? Alter, wenn ich das Maximum rausholen will, dann nehme ich meinen Pimmel in die Hand. Ich bin gerade darunter gefallen. Gott, lol, du bist schon in-game. Ja. Ich vergesse mal auf Start zu drücken. Ich warte mal, bis das anfängt hier. Ich warte, bis das anfängt. Okay, jetzt ist die Mausempfindlichkeit auf jeden Fall. Ich bin schon wieder runtergefallen. Wenn ich einen Kack suche. Jetzt geht richtig los, sagst du? Alter, da wirft erstmal jemand eine Nade auf mich. Was soll die Scheiße denn? Alter. Hadi, hinter dir steht einer. Alles wie wollte mich der da? Ja, da hab ich der umgeblasen, ey. Wenn man keine Schnitte hatte. Lol. Wie kann ich denn eine Treppe hochklettern? Weiß ich nicht. Lol? Ich bin recht. Boah, Alter. Da muss ich einen wegsnacken. Oh, da bin ich weggesnackt. Alter, was ist denn das für eine. Ach so, das ist eine XP-Map. Damit kannst du dich halt am schnellsten abknallen und so. Ist halt ein bisschen homo. Da rein. Ja, das ist echt ein bisschen homo. Hahaha, ich bin Iceman 77. Weißt du, deine Mutter ist auch Iceman 77. Alter. Und wie kann man sich denn in dieses Scheißding setzen? Ich will da auch dran. Hat irgendeiner von euch die Steuerung im Kopf? Alter. Wie will hier weggesnackt werden? Und immer diese lachende ficke Sicht hat mich angegrinst, wenn ich sterbe. So, jetzt sitze ich in dem Ding mal drin. LOL! Ja, scheiße. Wie setzt man sich denn da rein? Welche Taste? Ja, mit E. Benutzen. Hammer, intelligent und so. E for use, meinst du? Ja. Alter. Die Map ist schon ein bisschen homo, wa? Oh, ja. Ist doch scheiße, wenn man hier so... Wie läuft, klettert man denn da lang? Oh, lol. Man sollte nach oben drücken. Interessant. Hammer geil, wa? Ich weiß. Hammer geil, wa? Was ist hier denn? Ist das Hardy? Gib ihm! War das jetzt ein Freund oder ein Feind? Campen wir jetzt hier oben, sagst du? Ja, ich campe jetzt hier oben. Oh geil, mach ich jetzt mit. Oder was? Erstmal eine Granate darunter schmeißen. Oh, alles Noobs, die können überhaupt nichts, die brauchen nur sein. Bam, wieder ein weggesnackt. Bam, die einfach überhaupt nichts können. Lol, da kommt eine Leiter hoch. Zwei. Gib ihn! Wo? Wie viele Zuschauer dieses Game auch zocken, ey. Das ist echt der Hammer. Das muss mir jetzt natürlich Gedanken machen. Entweder sind unsere Zuschauer ein bisschen komisch, aber das kann eigentlich nicht sein. Oder wir haben einfach ein absolutes Top-Spiel verpasst. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Ja, irgendwie schon. Du Fickgesicht. Ich muss sagen, die Action hält sich schon so ein bisschen in Grenzen, wa? Findest du? Alter, ich hole mir fast eine runter, weil das so geil ist. Ich meine, zieh dir mal diese Arme. Alter! Wir sind einfach die geilsten. Ja, ich weiß, wir sind die absolut geilsten. Alter, schrubb ihn weg! Nice Double Kill. Okay. Ich glaube, wir sollten uns echt mal eine andere Map suchen, weil die ist hier echt voll auf XP ausgelegt und so. Die ist mega spannend, sagst du? Ja, ist halt. Ja. LOL! Ist ja nur so. was sag ich denn jetzt? Oh geil, hier ist so ein Gerät. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Warte, ich muss sagen, Treasure und die Uhrzeit aufnehmen ist echt was. Jetzt sind noch die absoluten Fick-Freaks online. Boah, die 14.8, das ist voll scheiße. Alter, ich krieg grad voll aufs Maul. Leute, jetzt bin ich down. Boah, mich immer diese komischen Faces anglotzen, wenn ich drauf gehe. Ja, echt mal. So, dann level ich noch kurz zu Ende spielen. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Oben, 76 von... Alter, da krieg ich voll Plack, Alter. Scheiße. Das, hier kriegst du echt voll Plack. Ist mich runtergefallen. Miau! Boah, Alter, ist das... Ich muss sagen, das Spiel gerade, ohne Spaß, just im Augenblick, überwältigt mich total. Leck mich am Arsch, das ist einfach so mega geil, weißt du? Okay, diese aber es ist zumindest besser als Wolf Team. Ja, aber selbst... Ja... Also. Ach mein Gott, ach so, man, das geht bis 160, steht ja da auch in der Mitte. Ja, also, das geht eigentlich. Wir können ja mal ganz kurz ein bisschen. Ja, dann machen wir die Scheiße ja noch zu Ende und dann.
Der hat nichts drauf gehabt. Was? Da war kein Double Kill. Ich hab mich selbst getötet. Was geht denn jetzt ab? Hab ich wieder einen mitgegeben. Fick die Sau. Alter, ist das ein Homo-Spiel? Leck mich doch am Arsch. Was ist das denn für. Ja, ohne Spaß, der Fun-Faktor liegt gerade bei minus 0,4 Milliarden, ey. Ja, leg mir noch die Eier, was ist das denn für ein Gammelspiel? Oh, wir setzen ein paar Klötzchen. Das Spiel schafft gerade so die 30-Frames-Marke. Wir haben das mega geil programmiert. Das sind richtig geile Schnitten. Ja, du musst ja mal ein anderes Level ausprobieren. Ja, Dennis, du musst dem Spiel mal eine Chance geben. Ja, weißt du, mir auch eine Chance gebe? Deiner Mutter, Junge. Der auch. Und dem Alkohol. Dem was? Mit dem Alkohol, den ich brauche, um dieses Wichsspiel zu ertragen. Okay. LOL. Alter, jetzt mal ohne Spaß. Was ist das denn? Was soll das denn hier? Ich setze mich jetzt an dieses Wichsgerät. Ich hab noch gar keine anderen Waffen benutzt hier. Boah, ich hab einen schönen Kill gemacht. Ich hab das Platz 1917, alles klar. Ich will aussteigen. Ich kann nicht mehr aussteigen. Jetzt bin ich mal die Handfeuerwaffe. Wie steig ich denn hier aus? Okay, jetzt bin ich tot. Weil das immer so schrecklich und angedingst wird, ey. Leck mir doch die Eier. Alter, ja. Bam, da hat er einen Headshot nach dem anderen kassiert. Ja, da bin ich schon wieder durch meine Grenade gestorben. Leck mir doch die Eier. Aber Hardy ist auch noch richtig scheiße in dem Spiel. Du bist richtig scheiße in dem Spiel. Ja, sagst du die Nummer 3? Wieso, was bist du denn? Nummer 2. Ach ja, du bist ein Homo-Fürst, das ist alles. Ja? Deine Mom sieht das anders. Echt? Die sieht das anders? Ja. Okay, noch einen Punkt erwartet. Mark, ja, cool, wir haben gewonnen. Leck mir doch am Arsch, ey. Boah, jetzt bitte eine andere Map, die war viel zu klein. Hey, guck mal, die können wir downloaden. Muss ich jetzt auf das X drücken? Ja, aber. So, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. Okay. Alter, okay. Dann gehen wir mal wieder in die Räume. Das war richtig. Ja, aber der Spaßfaktor war echt richtig geil, Junge. Das war auf jeden Fall Lebenszeit. So, wenn man nach Nummern sortieren hier. Nach Nummern, alles klar. So, ich hab da was 9 von 16. Nummer 24. Ja, Nummer 24. Ja, 11 von 16, ja, ja, komm. Alles klar. Der Hardy, wo ist Bram? Bram ist im Gegner. Ich komm rüber! Ja, ah, okay, komm, wir machen hier nochmal ein Level rüber. Und dann, na, dann geh durch rüber. Ja, sonst snack ich dich halt weg, platt, das Junge. Gesicht, ey. Du bist ein Ficker, ich vergesse immer auf Start zu drücken. Ja, du bist aber dumm. Du bist dumm. Du bist dumm. Probiere unterschiedliche Waffenverteidiger, werden dir mehr liegen als andere. Ja. Was hat ja auch. Ja, komm, kann ich jetzt mal losrennen hier? Abzunoben, das liegt dir auch. Ah. Nur der hat seinen Igel in der Hand, hammer geil. Ja. Ich hab auch keinen gesehen. Wo seid ihr? Versteckt euch nicht. Kann man rennen? Nein. Boah, Alter, was kommt denn da um die Ecke geschissen? Alter, kann man jetzt hier mal irgendwas bauen oder so? Nee, ich glaube, dafür gibt's einen extra Modus. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Echt? Ja, wenn du im Hauptmenü bist, dann kannst du da oben so zwischen Spielen, Bauen und so auswählen. Da habe ich vorhin mal drauf geklickt und geguckt, was da. Alter, könntest du mal da weggehen, du Spasti? Willst du mir den Weg blockieren, du Homo-Wichser, ey? Lol. Echt mal. Wo bist du? Wo kommst du denn rum, du kleiner Wichser? Hat dir mir einen Headshot gegeben. Ich will eine andere Waffe. Wie kann ich denn. Ich will meine Waffe wechseln. Geht aber nicht. Du musst dir die vor dem Spiel auswählen. Jetzt musst du das ganze Spiel damit spielen. Also du gehst vom Server. Ja. Ich vom Server. Hammergeiler Server, wa? Beziehungsweise hammergeiler Server. Ich wollte Service sagen. So, jetzt puste ich ja gerade weg. Bist du eigentlich besoffen oder so? Deine Mutter ist besoffen. Ja, das kann ja wohl echt nicht sein. Willst du dich jetzt echt auf die Diskussion einlassen, Dennis? Nee, ich irgendwie nicht. Alter, was haben die denn für Wichswaffen, ey? Hat der mich voll umgeschrubbt? Ja, genau. Der gibt mir mit einer M4 auf die Entfernung einen One-Hit-Kill. Willst du mich verarschen? Ein Brickshot, Mois, halt, ne? Ja, Brickshot, deine Mutter ist ein Brickshot, wenn die auf Toilette geht, ey. Ja? Haucht die da mal so einen richtigen Brick in die Schüssel. Ja. Da ist der Hardy. Alter, bist du ein Wichser? Da hab ich dich weggepustet, oder? Hab ich dich weggepustet, oder was? Bist du schlecht, oder was? Bist du schlecht, oder was? Lol. Was wollte der denn hier, der Tox? Macht der dick Spawn-Rape, oder was? Boah, hab ich ihn weggepustet, Alter. Keine Schnitte gegen den Hardy. Boah, da war der Hardy.
Scheiße! Ja, haben wir ich hab dich aber auch gekillt. Ja, ich hab dir einen Brickshot gegeben, Junge. Ja. Richtig in your face, Junge. Ich schwöre bei Gott, wenn ich nochmal in Hamburg bin, dann Brickshot ich dir so auf deinen Kopf kissen, dann stecke ich da Salzstangen rein und sag, der Brickshot wohnt jetzt hier. Alter, was sind das denn, ey? Die gehen mir mit. Alter, One-Hit came mit einer schwulen Sniper. Ma, selbst. Alter, in jedem Spiel gibt's diese Hurencamper. Das ist so behindert. Leute, hatte ich eine Granate. Ja. Lol. Boah, hab ich dich weggesnackt, wa? Hab ich dich weggesnackt, wa? Gott, du kannst. Ja, kannst du übrigens mal aufhören zu rülpsen, Dennis? Das ist voll das asoziale Verhalten. Ja, gut, dass ich nicht rülpse, sondern du, weil du bist nämlich der Asoziale von uns beiden. Du bist der Asoziale von uns beiden. Guck mal in den Spiegel, ey, guck dir mal auch dein Facebook-Bild an zum Beispiel. Das sieht voll assi aus, ja. Als wenn da eine richtige Hamburger Nutte fotografiert worden wäre, die super schlecht bezahlt wird. Ja, ich bin halt günstig, weißt du? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, ey, Wichsköpfe? Bam, Hammel, du Kackspast, ey. Ich kack dir gleich den Kopf, ey. Reiß ich ihn vorab, dann kack ich dir den Hals und dann schraub ich den Kopf wieder dran. Dann schüttel ich Alter! Mal. Wieso? Oh Mann, ey, die rennen alle mit dieser Sniper rum. Die treffen dich einmal und du bist tot, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt gewonnen, ey. Leck mich am Arsch. Los. Das Spiel ist so spaßfrei, war auch die Animation. Das Einzige hat ein bisschen. Ja, ohne Scheiß, da kannst du doch besser Counter-Strike spielen, oder? Ich meine, ganz ehrlich, was. Was sollte mich dazu bringen, Brickforce anstatt Counter-Strike zu spielen? Weiß ich nicht. Also jetzt in so einem Modus. Ohne Witz, das ist doch Bullshit, Baum. Ist das. Jetzt Alter, wieso verpissen die sich denn nach jeder Runde? Was sind denn das für Fickgesichter? Baumodusräume, alles klar. Baumodus, wo sind Baumodusräume? Oh, Scheiße, jetzt bin ich schon gejoint. Wo denn? Okay, sieht halt aber uninteressant aus, eine Sekunde. Hauptmenü, ja. Wenn du im Hauptmenü du bist, wenn du im Hauptmenü bist, ja, kannst du oben links oben rechts spielen, da kannst du auf Bauen Bauen. Okay, Build One. Ja, okay, dann, Baumodusräume. Ja, und dann, weiß nicht, direkt die, sag mal die zwei, die erste direkt. 2 von 8, scheiß da drauf. 3 von 8. 4 von 8. So. Okay. Hier ist jetzt aber nur, hier ist jetzt aber nur Bauen angesagt, oder? Ja, ich glaube, so ein Kombi gibt es nicht. F? Weiß, eine Kombi gibt es nicht? Ich dachte, man kann während des Zockens auch gamen. Hallo, wir spielen ja nicht Ace of Spades, ja? Du bist nicht berechtigt, die Karte zu verändern. Ja, das ist ja schon mal super nett. Das ist richtig geil gemacht, war immer alles klar. Und dann gehen wir hier mal wieder raus, Hauptmenü. Alter. Das Spiel strotzt vor Benutzerfreundlichkeit. Ich erstelle mal einen Raum. Und der heißt Bram. Okay. Ja, was ist das hier? Bauen, alles klar, erstellen. Boah. Gib einen Kartennamen ein. Die Karte heißt auch Bram. Erstellen. Bram, da, ich hab es gefunden. Bei Betritt nicht möglich, wenn Karte geladen wird. Versuche es jetzt später ändern. Ja, jetzt müsste es gehen. Ja, jetzt geht's. Oh. Alles klar. Du bist nicht berechtigt, die Karte zu bearbeiten. Oh mein Gott, ich kann hier. Alter, ist das Spaß, ich leck mich am Arsch. Wieso kann ich denn hier jetzt nicht was bauen? Aha, weil du nicht berechtigt bist, die Karte zu verarbeiten. Mal ganz ehrlich, das ist aber so mega spaßfrei, dass wir uns das nicht weiter angucken müssen. Ja, wir können auch eine Runde hier abschießen spielen. Ja, das ist echt irgendwie besser. Ganz ehrlich, wir haben, wie gesagt, mittlerweile 2.15 Uhr. Ich verbringe meine Zeit damit, hier irgendwelche Steine in die Luft zu setzen, ja, was vollkommen spaßfrei ist. Eigentlich sollten wir unserem Gehirn Ruhe geben und schlafen, ja, anstatt so eine Wichse hier zu spielen. Ja, das Gehirn Ruhe geben, ja, das ist echt absoluter Stress, weißt du, ganz unspaß, mit der Kimme fängt an zu schmitzen, wenn ich an das Spiel hier denken muss. Das ist ein Gedanke, den ich jetzt bitte nicht weiter ausführen möchte. Boah, Alter, das ist richtig Schmackofatze. Alles klar, gehen wir jetzt hoffentlich oben auf Spielen. Ja, okay. Ja, Moment, und dann Play 1. Und dann will ich mal kurz. Kann ich denn mein Profil nochmal ändern? Profil? Meine Items. Da. Was ist das da für eine Waffe? Die will ich jetzt auch. Ach ja, ich spiele jetzt auch mal mit einer Sniper, ey. Ist ja voll assi. Ja, wie geht denn das? Aktionsleiste. Auto nachladen, 50 Mal. Meine Items. Ja, erstmal eine. Haltrang. BSG 69. Warpie. Schaden, 60%. Wie viel macht denn diese komische, Werkzeugkisten. Waffen. Angelegt. Brick Gun. Waffen. Warte, ich muss mal kurz in den Shop gehen, ich will mal wissen. Anlegen. Waffen. Die haben alle diese komische AWP da. Ein Jetpack. Ja, genau, die macht 100% Schaden. Was kostet die? Ach so!
Permanent 2160 und 48.000 von den Punkten. Ihr wollt mich doch recht verarschen, ey. Wir kaufen uns wieder unseren Vorteil. Ganz ehrlich, was bringt mir denn eine Sniper, die 60% Damage macht, wenn ich da zweimal treffen muss? Wie dumm ist das denn? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, soll ich jetzt mit Sniper spielen? Ja, ich spiele mit Sniper allein schon, damit die Zuschauer mal sehen. So, Spielräume, nach Zahlen sortieren. Go, go. Ja, ah, Metro. Komm, nee, New XP Map, oder? Nee, hier ist aber schon wieder so eine XP Map. Ja, nee. Dann da, 11. Mario 64. Mario 64? Ja, ja komm. So, ich bleib rot. Dann snack ich dich jetzt mal weg, du alles Spaten. Klar. Start. Du bist ein Spaten. Ja. Ich bin Spaten, ja. Du bist ein Spaten. Oh, wieso gibt's denn hier keine. Ich dachte, Brickforce wäre so hardcore-mäßig hier, boah, wir bauen uns hier während des Spiels noch irgendeine geile Scheiße und so, ja, Pustekuchen. Oh, das ist aber. Die Karte ist aber geil gemacht, sieht echt genauso aus. Also, naja, nicht wirklich, aber. Können wir jetzt bitte mal da hochgehen? Zumindest vom Laufen her. Alles klar, ist mir egal. Das gibt hier auf die Fresse. Oh, ich krieg grad. Hammer, ich hab grad voll aufs Maul gekriegt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nur einen Raum gibt. Wer bist du? Du bist ein Spacken. So, ich kann hier hochklettern, habe ich gehört. Jetzt mach doch mal die Treppe da hoch, du Spasti. Boah, da habe ich weggesnackt. Ah, ich hab dir mit der Sniper was reingepustet, aber ich hab dir einen Headshot gegeben und du bist nicht umgefallen. Ja, ich puste dir auch mal mit der Sniper gleich rein, ey. Ja. Spast. Ja, echt mal. Boah, Alter, jetzt bist du wieder da reingedrückt worden. Boah, jetzt sehe ich ja wieder keine Gegner. Ach, die Sniper ist doch Bullshit. Die Sniper ist echt Bullshit. Eigentlich müsste ich nur mal rausgehen, um die Waffe zu wechseln. Miau, ich... Alter, ich geh jetzt mal raus, um die Waffe zu wechseln. Die Sniper ist richtiger Bullshit, ja? Ganz ehrlich, die Sniper ist so schlecht wie das Spiel bis jetzt. Leck mich am Arsch, ey. Wenig Spiele gesehen. Ja, das sind sie wieder mit ihrer geilen, gekauften Sniper. Treffen mich einmal und ich bin down, ey. Was ist denn das? Boah, ich hasse solche Free-to-Play-Fick-Titel, ey. Wo du die ganze Scheiße kaufen kannst einfach nur. Was soll das denn? Ganz ehrlich, Hadi? Immer diese Scheiße mit dem Vorteil erkaufen. So funktionieren die Titel aber. Das ist halt ja. Für die ganzen kleinen Wichser, die nichts anderes zu tun haben, außer Pimmel Geld haben. Ja, echt mal. Aber richtig kleine Pimmel. Lol, ich hab den gerade getroffen, ich hab den nicht gekillt, obwohl der noch. Okay. Ich wechsle die Waffe. Fick dich, du Kopf. Gar nicht. So. Anlegen. Was ist denn jetzt hier? Jetzt laufen wir mal im Kreis. Dann kann ich hoffentlich jemanden wegsnacken sofort. So. Alter, da verfolgt mich jeder. Ja, da verfolgt mich jeder, Mama! Nicht jeder, jemand. Ja, da geben die jemand? Mir auf die Fresse, ey. So, komm jetzt hier, lass mich spawnen. Ich bin Zellstar, ich lach. Assi, Fotz, Kack, Ficken. Boah, Alter, ohne Spaß, ja. Das ist echt so eins von den Spielen, wo, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke, der Spaßfaktor echt immer schlechter wird, weil da habe ich gerade eben weggesnackt. Ich muss immer Blackshot sagen, das hätte echt noch fallen. Aber das macht nicht mal Spaß, weißt du? Das macht echt überhaupt keinen Spaß. Jetzt das Spaß. Ist so voll... An alle, die jetzt hier mitspielen, ja, schreibt mir mal bitte in die Comments, nachdem ihr geliked habt, warum ihr dieses Wix-Game überhaupt zockt. Ja, echt, das würde mich allerdings wirklich auch mal interessieren. Das ist doch einfach nur Scheiße, ey. Mal ohne Spaß, das Spiel hat nichts, was irgendwie Spaß macht. Da würde ich echt lieber nochmal SV League spielen oder so, aber weißt du, hast so Pimmelwaffen am Anfang, die ersten Waffen, du weißt ja, bei SV League konntest du ja wenigstens mal ein paar Waffen so zur Auswahl kaufen, ja? Alter. Aber hier musst du ja direkt löhnen, um dann überhaupt mal was anderes zu haben. Ja, ziehen direkt die Hosen aus, ey, wie eine französische Nutte, wollen die direkt von oben bis unten begrapschen. Oh ja. Alter, gibst du mir jetzt gerade einen? Hast du sie noch alle? Ich hab dich voll weggepustet. Ich hab dich voll weggepustet, würde ich mal sagen. Jawohl, Double Kill, Junge. Bist du wenigstens auch gestorben? Nö. Ja, scheiße! Oh. Jetzt ist hier Spawn Killing angesagt, Junge. Deine Mutter. Spawn Kill. Na komm, geh da hoch. Gib ihm. Ich liebe Spawn-Killen, ohne Scheiß.
Das ist echt krass. LOL. Was haben wir denn nur einen so einen Wixgang, ey? Was ist das denn für eine Hurenkacke mit dem Spiel hier? Also, man kriegt hier die AK und man hat noch so eine andere Waffe, die aber super viel schlechter ist. Aber willst du denn nicht mal ein bisschen Auswahl? Ja, weil Auswahl Geld kostet, weißt du? Die ziehen echt die Hosen aus. Jetzt mal ohne Spaß, was ist das eigentlich für ein... Bei Blackshot konnte ich mir eine Waffe holen, mit der ich voll gut zocken konnte. Das war wenigstens geil, da... weiß nicht, hatte ich wenigstens ein bisschen Alternative hier, aber... Boah, jetzt renne ich hier rum mit so einer AK und man kann ja nichts anderes machen, als wie bei allen anderen Free-to-Play-Shootern auch. Ja, für Brickforce. Ganz ehrlich, wenn es wenigstens eine Kombination gäbe, dass man baut und schießt, ich meine, vielleicht wollen wir das übersehen, aber da gab es ja keine andere Möglichkeit, ja. Oder? Wenn jetzt sicher auch wieder einige sagen, ihr müsst dem Spiel ja eine Chance geben. Weißt du, mir auch eine Chance gibt, der das schreibt, deiner Mami einen zu blasen, ey. Das ist jetzt nur ohne Spaß, wie scheiße ist das Game denn bitte? Naja, also ich finde, wenn man jetzt den Modus hier spielt, kann man besser Modern Warfare oder Counter-Strike spielen, ja? Oder wenn man bauen will, dann spiele ich Minecraft. Ja, und wenn ich langweilig bin und mich aufregen will und denke, ein Finger in den Arsch ist so eine gute Alternative, dann spiele ich Brickforce. Also ich hatte jetzt nicht mal ansatzweise Spaß bei dem Spiel jetzt. Ja, aber hier. Weißt du, ich gucke jetzt in meinem Hauptmenü, was gibt es denn noch? Ja, da gibt es oben noch Anfänger. Beginner. Anfänger, wollen wir ein paar Noobs bashen, oder was? Ja, Spielräume, da 2 von 8. In Industry. Ja? Anfänger, Beginner 1. Industry? Ja, oh geil. Da müssen wir bewarten, Dusty. Ne, Dusty ist doch besser. Ja, genau, Dusty. So, ja, bereit. Genau. Ich bin auch mal bereit. Ja, nice. Achso, bereit, ja. So, go, go. Oh, das ist der Hammel. Jetzt ohne Spaß, Hammel. Wir haben dich ertarnt. Ja, du läufst uns die ganze Zeit hinterher, du Spacki. Wir wissen genau, was du vorhast. Echt? Schreibt ja. Wer das? Ja, Crowhomper wurde gekickt. Nice. Okay, Ries. Übertriebenes Spielen statt deiner Gesundheit. Vergiss nicht, genügend Pausen einzulegen. Deine Mutter muss mal eine Pause einlegen, wenn ich mit der fertig bin, ey. Ich weiß, der war super flach, aber... Ja, 2, 1 und los geht's. Los geht's. Boah, jetzt haben wir wieder ultimativen Spaß, sagst du. Juhu. Das macht so viel Spaß hier. Das macht so viel Spaß hier. Echt mal. Bist du wieder in meinem Team? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, du bist in meinem Team, du Schwuchtelkopf. Ja. Das kann ich dich ja gar nicht bashen. Das ist das einzig Interessante an dem Spiel, dass ich dich ficken kann. Ich weiß, dass du mich gerne ficken würdest, aber mein Arsch aus Lanar Jungfrau umgehen hast zu deinem, ja? Meinst du es auch noch, Jungfrau? Dann hättest du wohl gerne, ja. LOL, das ist die Karte Dust. Nö, das ist ich Dust. Ich meine, die heißt ja auch Dust, aber... Das hat mich nur an diesen Gang erinnert, mit diesem offenen Tor hier und diesem Eingang hier. Aber nice, wie gut, dass ich mich auf Dust noch ein bisschen auskenne. Fick dich. Oh komm schon, ich will dir noch... in Deckung! Ich bin Hammel! Ich zieh gleich mal die Hammelbeine lang, ey, du Wichskopf. Wo sind die Gegner denn alle? Das ist der Tor. Oh, erstmal eine Girl in Nate hinschmeißen. Ja. Bam. Das ist Hammel. Ja, sagst du, wer hat Hammel gekriegt? Ich hab Hammel genadet, ja. Junge. Ja, ist halt ein kleiner Bongo. Ja, weißt du, was ein Bongo ist? Deine Mutter. Ja, die auch. Lass mal das schnell abbiegen. Boah, Alter, weißt du was? Hauptmenü. Ja, ich möchte Hauptmenü. Du kannst drin bleiben. Ja. Ich amüsiere mich noch weiter mit dem Spiel, ja. Ja, ich möchte, ja genau, so, ich möchte ins Gegnerteam. Ich will wenigstens einen Gegner haben hier. So. Alter, ohne Spaß, leck mir am Arsch. Der Spaßfaktor ist echt 1 Milliarde. Der Spielfluss ist super schnell vor allen Dingen. Jetzt sagst du, warum du bist ein Noob. Du bist ein Noob. Ja, tut mir furchtbar leid, aber für Spiele, die richtig scheiße sind, packe ich auch nur meine Scheiß-Skills aus. Das Problem ist, wir haben jetzt mit Wolf Team die absolute Messlatte für super scheiß Spiele. Also ich. Keine Ahnung, bist du gewillt, dem Spiel nachher Ultra-Trash zu geben? Weißt du, ich glaub, ja, ganz oder? Ehrlich, in die Bewertung, da hat einer geschrieben, in den Comments der letzten Folge, wir sollten doch einen Stempel mit 6 Sternen einführen, der heißt schlechter als Wolf-Team. Und den sollten wir, glaube ich, für das Spiel echt einführen. Weißt du, ganz ehrlich, ohne Spaß, ja, der Fun-Fuck, das ist einfach Zero. Weißt du, das ist eine Beleidigung für die Augen, auf jeden Fall. Weißt du, ich habe am Anfang der Folge versprochen, dass wir euch verbal penetrieren werden, ja, aber ganz ehrlich, bei so einem Spiel, da bist du einfach nur brainfucked danach. Das ist wohl wahr. LOL!
Das ist wohl wahr. Also ich habe schon gehofft, dass das ein Trash-Titel wird, aber über den kann man sich nicht mal richtig lustig machen, weil der einfach super übelst öde ist. Wir können ja schon so mal so langsam anfangen, das Fazit einzuleiten, oder? Mal so langsam mal so ein bisschen darüber reden, was meinst du? Das Fazit einzuleiten, ganz ehrlich, da gibt's ja noch, das kann man in einem Wort, also ganz ehrlich, wenn ich kacken gehe, ja, was dabei rauskommt, das ist noch besser als das Spiel hier. Ah, das ist wohl wahr. Was soll das denn bitte? Ich weiß nicht, was habe ich denn letztens Schmerzhaftes erlebt, was mehr Spaß gemacht hat als das hier? Ich glaube, mit meinem kleinen Zeh gegen irgendeine Kante gelaufen oder so. Ja, das war echt super funny im Gegensatz zu dem Spiel hier. Ja, das ist so, boah, wir verbreiten hier voll die negative Stimmung hier schon die ganze Zeit während des Spiels, so. Ja, total die negative Stimmung. Wir ziehen unsere Zuschauer voll damit runter. Ja, ganz ehrlich, ist mir egal. Weißt du, das ist doch einfach scheiße, ey. Alter. Das ist ja ganz mal ohne Spaß, weil wie kann man so ein Spiel spielen, freiwillig? Ja, ihr könnt so viele geile Spiele für kein Geld zocken. Das ist wohl wahr. Ja? Das ist wohl wahr. Ihr könnt auch einfach einen blasen für kein Geld. Aber all diese Aktivitäten sind sinnvoller, als dieses Spiel zu spielen. Ohne Scheiß, wir haben uns vorhin noch zusammengefunden hier im JS und haben so überlegt, so, was machen wir jetzt? Also wir haben so die typische Situation gehabt, in der man ein Free-to-Play-Titel spielen könnte. Oh ja. Ja, stimmst du mir doch zu. Ja, dann haben wir überlegt, haben wir in den Kommentaren gelesen, spielt doch mal Brickforce. Dann haben wir uns gedacht, ja, Brickforce kann man sich mal angucken. Und ganz ehrlich, das Spiel, nee, das vertrat meine Langeweile nicht mal. Ja, weißt du, das hat mir nur noch mehr Langeweile gemacht. Also ich möchte an der Stelle sagen, der Kommentar, der das geschrieben hat, das war echt ein Spacken. Echt mal, dass so ein Scheiß hier aufbürdet. Ja, oder Witz, ich meine, selbst bei Wolf Team. Immer bin ich ganz gut in dem Spiel. Ach ne, der Mond ist ein Assist. Ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, ob ich ehrlich sagen sollte, dass es bei Wolf Team auch noch echt interessantere Momente gab. Ja, da hatte man zumindest den Fun Factor mit dem. Boah, selbst solche Fights hier sind total hammeröde. Erstmal, weil Bram sowieso kein Gegner ist. Ja. Ja. Was hat er mit seinen. Was hat er denn? Oh, 9-3. Bist ein dicker Camper hier, sagst du? Ja, jetzt gehst du drauf. Ja, ich geh nicht drauf. LOL! Ich bin schon Nate draufgegangen, würde ich mal sagen. LOL. Ja, nee, ohne Scheiß. Also, das Spiel, das kann ich euch nicht ans Herz legen, wenn euch langweilig ist. Also, da kriegt ihr echt nur schlechte Laune von. Das ist echt. Das ist, weißt du, das ist. Ganz ehrlich, wenn ihr eine dicke Grippe habt, ist das viel geiler. Weißt du, wenn ihr euch dann die Seele aus dem Leib kotzen müsst, habt ihr mehr Spaß dran als an dem Spiel. Oh ja. Ach, ohne Spaß. Also ganz ehrlich, ich bin dafür, wir können mal die Runde noch zu Ende spielen, ja, und dann schicke ich mir mal Finger in den Po, schrei Mexiko und dann wartet hier. Alter, wir müssen die Runde zu Ende spielen, die geht bis 100, Junge. Weißt du, wie lang das noch ist? Ja, so lang wie mein Pimmel. Ach Gott. Ja. Nur mein Pimmel stinkt nicht so derbe nach Scheiße wie das Spiel. Alter, das ist wirklich schlecht. Hast du ja gesagt, dein Pimmel stinkt nach Scheiße? Nein, ich hab gesagt, nur mein Pimmel stinkt nicht so nach Scheiße wie dieses Spiel. Ach so. Also stinkt dein Pimmel auf jeden Fall. Nur nicht so nach Scheiße wie dieses Spiel. Also bist du ein Wichser. Das ist nur die logische Schlussfolgerung gewesen. Also hat er mir direkt einen Shelly gegeben, oder wann? Da hab ich dir richtig hardcore die Shelly gegeben. In your face. Komm, machen wir dir vorbei, ja. Dann gebe ich dir auch mal eine dicke Shelly. Oh ja. Kannst du mal gucken, wie das, wenn man geschellt wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns jetzt immer nur in dieser einen Stelle. Boah, wieso laufen denn auch so langsam? Weißt du, wenn wenigstens die Umgebung ein bisschen auseinanderfliegen würde, wa? Ja. Oder das Spiel nicht so scheiße wäre. Boah, Alter, da habe ich aber ordentlich eingesteckt, ey. Wo ist denn der Bram? Der Bram ist gerade bei euch am Spawn campen. Und ist getötet worden. Hat der Kim's eigentlich immer noch auf der Lane, auf A lang? Natürlich klemp ich noch auf der Lane, ist doch voll geil, Junge. Ja, das ist echt. Boah, das ist. Boah, keine Ahnung, ganz ehrlich, ich krieg das an Bauchschmerzen von dem Spiel. Warum muss man bitteschön die Karte Dust in so einem Fuck-Spiel nachbauen? Dann spielt doch wenigstens richtig Dust bei CS, Alter. Ohne Scheiß. Alter, hat der einer die Eier gerettet? What? Ich hätte dich voll weggepustet, Junge. Ja, nur hast du mich nicht getötet, du Bob, ey. Boah.
Geht in Deckung. Ich glaube, ich gehe gleich noch ein bisschen Nostell spielen, damit ich wenigstens ein bisschen bessere Laune kriege. Ja, ich mach ganz ehrlich, oder ich zieh mir mal eine Portion Wolf-Themo rein. Oh ja. Yeah. Aber ohne Spaß, ey, wieso habt ihr Entwickler uns mit so einem Homo-Spiel bestraft? Was haben wir euch eigentlich getan? Also ich war doch immer lieb. Ich habe auch immer meinen Teller aufgegessen, inklusive dem Teller. Vielleicht finden die Macher von dem Spiel das selber geil. Das kann gar nicht sein. So, komm hier. Bisschen Spawn-Camp ist angesagt. Ja. Boah, Alter, gib mir diese Lache auf die Eier. Oh, wir haben gewonnen, endlich. Alter. Also, weil das scheiße ist, weißt du? Die Präsentation ist scheiße. Das Spiel ist scheiße. Die Musik ist scheiße. Ach, das Spiel ist scheiße, ja. Konnte man überhaupt seine Klasse ändern? Ja, du kannst ja deine Waffe ändern. Also ganz ehrlich, ohne Spaß, das ist echt eins von den Spielen, wo ich sagen muss, dafür führen wir neuen Stempel ein eigentlich. Ich habe jetzt leider nicht auf die Anhieb die Macht eins zu machen, wobei vielleicht kriege ich irgendeinen, der einen macht, weil dann heißt er wirklich schlechter als Wolf Team, ja. Bringt euch das an, das Spiel ist absoluter Bullshit und über die Wertung gibt es auch keine Diskussion. Das ist das schlechteste Spiel. Die Wertung gibt keine Diskussion. Das ist absolut das schlechteste Spiel, was wir bis jetzt in der Trash Night hatten. Das waren, ich weiß nicht, wie lange das waren, mehr als 20 Minuten auf jeden Fall, worst time of my life, ja. Wo ich einfach Zeit verschwendet habe, in der ich mir einfach selbst mit der Faust auf die Fresse schlagen könnte und ich dann wenigstens wüsste, was ich davon habe, ja. Hier ist das so, als wenn ich mir eine Gabel in die Augen steche, ja. Selbst das ist interessanter, als dieses Wix-Spiel zu spielen. Nicht kaufen, ladet es euch nicht runter, guckt euch am besten die Trash-Net nicht zu ändern, aber am Ende gibt es zwar noch Outtakes, springt bis dahin, guckt euch den Rest nicht an der Bewertung, das ist einfach nicht wert. Ich meine, guckt mal, dieser Wix-Soldier da am Smilen ist, ja. Das ist einfach ein richtiger Wixer. Ich hasse das Spiel, ich mag das nicht, Dennis. Nee, du, Dennis, ich mag das auch nicht. Das ist einfach. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist einfach. Ich meine, so von den Menüs her ist das ja ganz nett gemacht, aber sobald du auf Start oder auf Spielen drückst, Alter, dann bricht die Hölle über dich herein. Das ist echt. Das ist, als würde das Tor zur Hölle der Langeweile beschreiten würdest, dann du kommst einfach nie wieder raus. Nie wieder. Das stimmt, ganz ehrlich. Weißt du, ich sag mal so, jetzt vor kurzem waren noch die Steam Summer Sales, ja. Statt Geld in dieses Spiel zu pumpen, kauft euch irgendein Wegspiel bei Steam, irgendeins, ja? Zockt das und es ist hundertprozentig besser als Brickforce. Egal welches. Oh ja. Und wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann können wir uns das vielleicht mal angucken. Boah, ich bin selbst so gelangweilt, um das Spiel mal so richtig fertig zu machen, weißt du? Weil das einfach, ich kann nichts anderes sagen, als das einfach richtig, richtig derber Bullshit ist, ja? Na, ohne Scheiß, Leute, ladet es euch bitte nicht runter. Das ist echt Speicherverschwendung. Ja, das tut es eurem PC nicht an. 40 MB oder so groß, ja? Also 40 MB, das ist wie so ein Virus, ja? Ihr könnt danach die Festplatte einfach in den Müll schmeißen. Du schmeißt einfach weg. Nee, mit dem Rechner, auf dem es drauf war. Auf jeden Fall. Nee, also. Und dann alle, die jetzt sagen, ihr müsst dem Spiel eine Chance geben, ihr müsst das länger spielen. Ganz ehrlich, wer programmiert bitte ein Spiel, was am Anfang richtig scheiße ist? Wieso soll ich das denn länger spielen? Wofür denn, ey? Ja. Weißt du, du wusstest, für die ganzen Waffen brauchst du eh so, da schreibt mich einer an. Los, Hardy, gib ihm. Ja, wieso kann er mich anschreiben? Naja, auf jeden Fall. Gib ihm gerade. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich habe ja gerade nachgeguckt. Man kann sich mit den Punkten nicht mal gescheite Waffen kaufen, weißt du? Da kommt dann so ein Arschwichser, der da 5 Euro reingepusht hat, mit so einer Sniper an, die dich per One-Hit-Kill einfach wegpustet. Ja. Das ist doch scheiße, ist das doch. Das ist echt absolutes, unterstes Entwicklungsniveau. Ja, oh ja. Nee, also das ist... Ganz ehrlich, da würde ich lieber noch Geld in Wolf Team stecken. Ganz ehrlich, also. Ja. Oder mir aus dem 5-Euro-Schein eine Zigarette drehen und die wegrauchen. Und damit die Zigarette anzünden zumindest. Ja, genau. Und damit das Spiel Wolf Team anzünden. Und mit dem angezündeten Wolf Team würde ich Brickforce anzünden. Echt mal, die Leute, die da Geld reingesteckt haben, hätten das lieber irgendwelchen Obdachlosen schenken können. Das wäre noch vernünftig gewesen. Ja. Oder hättet ihr euch in den Arno stecken können, warten, bis es vergammelt. Ja, das. Ich meine, wir dürfen natürlich jetzt nicht den persönlichen Geschmack anderer Leute angreifen. Aber die haben keinen Geschmack, die das spielen. Ja, wir müssen versuchen, ein bisschen neutral zu bleiben, weil die Leute, die da Spaß dran haben... Guck mal, ich weiß nicht, wenn du neutral sein willst, dann guckst du nicht die Trash-Night an. Da kriegst du Subjektivität vom Feinsten von Dennis und Dennis. Da hast du wohl recht. Und ganz ehrlich, alle, die dieses Spiel toll finden, die haben alle keine Ahnung. Naja, das ist wohl wahr. Ganz ehrlich, holt euer Ding raus und wedelt richtig los, ja, richtig los. Die Zeit, die ihr euch damit beschäftigt, ist viel besser als mit diesem Fix-Spiel. Oh, ich wollte gerade sagen, da freut sich euer Willi viel mehr drüber, ja. Ja, echt mal. Weißt du, dann kannst du mal Brickforce in der Hose spielen.
Oh Gott. So, egal, ohne Spaß, das ist einfach hammer schlecht. Boah, diese Mucke geht mir schon auf die Keks hier. Und jetzt schon zum dritten Mal wieder neu angefangen hat. Ganz ehrlich, ich bin auch dafür, dass wir an der Stelle die Session einfach beenden. Und ganz ehrlich, so Spiele, wenn ich so Spiele jede Woche testen müsste, ja, dann, boah, dann wird die Session nicht mehr lange geben. Nee, das stimmt. Dann würde ich damit einfach aufhören, weil dann würde ich mir lieber ein Messer in die Brust rammen, ja, weil das viel interessanter ist. Also ich bin dafür, dass wir dem Spiel keinen Stempel geben, weil das Spiel hat nicht mal den Stempel absoluter Bullshit verdient. Ja, ich guck mal wirklich, ob ich es schaffe, bis jetzt morgen, wenn das dann online geht, so einen 6er-Stempel dafür extra zu organisieren. Am das besten, wo dann noch so ein Kothaufen drauf ist oder so. Ja, irgendwie sowas. Irgend sowas richtig, richtig Übles. Ey. Aber das ist einfach Katastrophe. Also ich finde, das ist so ein Sonderpreis, weißt du, so ein Sonderpreis, wo selbst uns keinen Spaß gemacht hat, die Türschneide aufzunehmen. Wobei, nee, nicht wirklich. Also ganz ehrlich, das Lustigste war, zu dem Punkt zu kommen, wo ich gesagt habe, herzlich willkommen zur Trash-Night. Bis dahin war die Trash-Night in Ordnung, alles danach war und scheiße. Und die Outtakes, da hat er auch noch Spaß gemacht. Ja, da hat er auch noch Spaß gemacht. Ja, war, das stimmt voll. Egal. Ja, das war witzig. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr habt nur das Fazit gehört, kauft's nicht, spielt's nicht, guckt's euch nicht an, ja, löscht es. Ich würde eher sagen, vielen Dank, dass ihr es überhaupt bis hierhin geschafft habt, das zu gucken, ja. Eigentlich müssten wir an dieser Stelle, scheiße, jetzt habe ich leider nichts, was ich verlosen könnte, sonst hätte ich gesagt, wir blenden jetzt einen Key ein und der den sagt, ist dabei. Tut mir jetzt echt leid, ich habe nichts zur Verlosung, aber wir versprechen euch, für eine der nächsten Trashnets werden wir irgendeine Kleinigkeit dann verlosen, dafür, dass ihr bis hierhin geschafft habt. Ja, auf jeden. Ja, das wir finden wir da bestimmt irgendwas. Genau. Und wenn denn jetzt einfach nur auf der Gamescom dann mal auf den nackten Arsch klatschen können. Ja, genau, vielleicht. Oder Hardy mal in der Muschi rumspielen dürfen. Nee, das ist Sperrzone. Ach, das ist Sperrzone. Das gibt es nicht. Nee, nee, okay. Nee, nee. Ich bin nicht käuflich. Oh ja, ich liebe Jürgen. Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, trotz alledem. Vielen Dank fürs Durchhalten, wohlgemerkt, ja. Oh ja. Wirklich. Oh, ja. Ach ja, noch jetzt der Samstagabend. Am besten geht jetzt alle in eine Kneipe und zieht euch einfach zu bis oben hin, ja. Geht einfach zum Barkeeper und sagt, ihr habt Brickforce gespielt, da kriegt ihr bestimmt alles umsonst den Rest des Abends. Ja, das bestimmt, der wird euch hundertprozentig verstehen. Ja. Und Dennis, können wir jetzt bitte aufhören. Ja, jetzt hören wir auf. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächsten Samstag und ja, hoffentlich habt ihr euch noch nicht die Kugel gegeben, sondern könnt nächsten Samstag nochmal zugucken. Haut rein, ihr geilen Schnitten. Ich kann nicht ruhig sein. Ich muss einfach zu aufgedreht. Oh, ja, komm, Scheiße. Ja, was denn? Ich hab auch nichts gesagt. Er hätte doch anfangen können. Okay, nochmal. Cool, das ist richtig geil. Lecker und Schmackofatz. Oh ja, richtig geil. Hammer geil hier. Check your STTs. Oh yeah. Ja, deine STTs auch. Okay, jetzt shut up. Samstagabend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Alter, musst du jetzt echt da rasseln? Willst du mich verarschen? Ich hab da gar nicht dran gedacht. Warte, wow, ich hab nur mein Kinder-Maxi-King aufgemacht. Maxi-King. Jetzt komm, das ist schon wieder ein Outtake gewesen. Ja, er reicht jetzt. Nee, Moment. Warte, ich bin jetzt ruhig, wirklich. Ja, du bist jetzt echt ruhig. Ich bin jetzt ruhig. Okay, wir fangen jetzt an, ja? Ja. Okay. Du Ficker, jetzt hoffst du lachen! Ja, ist in Ordnung! Okay. Komm! Samstagabend. Verdammt. Du bist so ein Vollidiot, was soll das? Nein, Mann, jetzt hab ich zu. Boah, leck mir doch die Eierschmacko-Fotzig, ey. Wieso klingelt jetzt mein Handy? Egal. Okay, nochmal. Samstagabend, herzlich willkommen zu der Trash Night mit dem Dennis und dem Dennis. Wir werden heute Abend euch geistig verwöhnen, richtig scharf machen. Wir werden eure Mutter sein. Alter, wollt ihr mich verarschen mit dem Handy? Das kann nicht wahr sein! Alter, das ist nicht wahr. Okay, nochmal. Samstagabend, so. Oh, Scheiße.